Hi, willkommen bei Grün Chill Barbecue Lifestyle. Euer Pit hier. Freut mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute gibt's Roast Beef und zwar gefüllt mit Kräutern und nachher wird's schön im Rauch gemacht. Also richtig Geschmack von innen und von außen und schön saftig. Und wie ich das mache, das seht ihr heute. Viel Spaß! Ja, dann starten wir gleich durch hier mit den Zutaten. Ich habe hier Kräuter, Rosmarin, Thymian, Oregano, 4 Knoblauchzehen, Espelette-Pfeffer für einen gewissen pikanten Kick, Salz, Pfeffer, eine Schnur zum Binden nachher, Fleischschnur, ein bisschen Senf und 1,1 Kilo Roastbeef. Und jetzt würde ich sagen, wir starten gleich durch. Gestartet wird das Ganze mit den Kräutern ein bisschen schnibbeln. Ich ziehe mir hier mal den Rosmarin schön runter vom Stängel. Den ganzen Thymian gleich auch dazu. Und natürlich Oregano. Das gibt auch richtig niceen Geschmack in das Ganze rein. Die Stängel lasse ich weg und dann wird das Ganze schön fein gehackt. So gut wie es geht, nehmt die Stängel raus und einmal gut durchhacken. Sobald die Kräuter gut durchgehackt sind, geben wir die gleich in eine Schüssel rein. Dann habe ich hier 4 Knoblauchzehen. Die ganzen Zutaten sind natürlich wie immer unter dem Video beschrieben. Könnt ihr reinschauen, wenn ihr das gerne nachmachen möchtet. Knoblauch, beide Seiten anschneiden. Der Messerkante rauf und anditschen. Und dann könnt ihr die Haut richtig gut und schnell abziehen. Knofi hacke ich nicht durch, den presse ich gleich rein. Das gibt Geschmack. Und Knoblauch ist es so, wenn ihr den erwärmt, verliert ihr natürlich viel von der Schärfe. Das war letztes Mal auch eine Frage bei der Knoblauchsuppe. Da waren ja 24 Knoblauchzehen drin und da müsst ihr also gar keine Angst haben. Das wird nicht zu scharf. Knoblauch drin, Kräuter drin, das Ganze mal gut durchmengen. Dass sich der Knoblauch mit den Kräutern schon mal ein bisschen verbindet und der Geschmack schön abgibt. So sollte das aussehen. Und dann geht es weiter mit dem Fleisch. Beim Roastbeef-Fleisch nehme ich persönlich das Fett drunter, da ist eine Sehne unten drin und die schmeckt nicht besonders lecker. Könnt ihr aber natürlich zum Anbraten benutzen, schön auslassen in der Pfanne und dann gibt das nochmal gut Geschmack da rein. Seht ihr, da ist eine richtige Sehne drin, die schneide ich mir gleich schon raus. Das schmeckt nicht. Der Hund wird eine Freude haben bei mir hier. Da. Schön von der Sehne befreit und jetzt schneiden wir uns das schön auf, dass wir das nachher perfekt rollen können. Das Messer schön reinfahren und dann in der Mitte durch. Ein
dass wir da eine schöne Fläche bekommen. Ich ritze das nochmal ein bisschen ein. So geht der Geschmack da richtig gut rein. Dann nehme ich mir einen guten Senf. Nehmt da, was euch schmeckt. Guten Esslöffel in der Mitte hier rein. Und dann schön alles einstreichen, dass der Geschmack da richtig reingeht. Dann die guten Kräuter mit dem Knofi verteilen. Dass da überall der gute Geschmack rankommt. Bisschen anditschen, so klebt das auch gleich gut. Verteilen, dass überall was rankommt hier von den guten Kräutern und Knofi. So passt das. Und rollen wir das gute Stück schön fest zusammen mit ein wenig Druck. Sollte natürlich nichts auslaufen, wenn möglich. So haben wir eine schöne Rolle. Und dann binden wir das gute Stück mit der Schnur zusammen, dass das schön zusammenhält. Das kennt ihr ja. Unten rein, Knoten machen. Da gibt es immer wieder verschiedene Versionen. Macht das, was euch am besten geht. Ich nehme da das Stück, Daumen rauf, dann rundherum fahren, wieder einhängen hier. Schön einen Abstand halten und dann könnt ihr das schön anziehen. So kann oder sollte die Roulade aussehen. Ich habe sie so rundherum und dann einmal noch eine Schnur gerade rundherum. So passt das. Enden schneiden wir ab und dann wird mit Salz und Pfeffer eingerubbt. Ich nehme hier grobes Salz, Fleur de Sel. Darf ruhig was ran, ist ein großes Stück Fleisch, 1,1 Kilo. Was es nicht braucht, geht sowieso von selber wieder runter. Dann ein bisschen Pfeffer. Ich habe hier den groben Pfeffer, der schmeckt uns am besten. Der gibt richtig Geschmack ran. Das ist übrigens Kirschpfeffer. Schmeckt richtig nice nach Kirsche, die Enden anditschen und auch schon ein bisschen mitrappen. Und wer mag, kann jetzt noch ein bisschen mit Chili arbeiten. Ich habe hier den Espelette-Pfeffer, da gebe ich eine schöne Prise rundherum. Das gibt das Bekannte und einen guten Geschmack rein. Kann ich euch empfehlen, absolut geil. Dieser Pfeffer ist nicht gerade günstig, aber man braucht eigentlich nicht viel. Ich habe das Döschen jetzt schon ziemlich lang und sehr viele Rezepte damit gemacht. Und das reicht allemal. Ich würde sagen, sieht richtig gut aus. Jetzt geht's rüber an den Grill. Der Grill hat schon eine gute Glut drin. Ich mache hier ein indirektes Setup. Dann habe ich hier Chunks von Rumfässern. Gebe ich einfach in die Glut rein. Dann das Ganze abschirmen. Das gute Stück
legen wir mittig auf. Ich werde noch den Meter reinstecken, dass wir da eine Kerntemperatur erhalten. Und dann würde ich sagen, Luftzufuhr auf ein Minimum reduzieren, dass das nicht abfackelt, das ganze Räuchergut, sondern schön raucht. Und dann sehen wir uns, wenn wir eine Kerntemperatur erreicht haben. Meter stecken wir mittig rein hier. Es raucht schon schön. Jetzt ziehen wir das auf 48 Grad. Ich will das nicht zu durch. Ich brate das noch aus, noch mal ein bisschen an, eine Kruste rangeben. 48 Grad sind angestrebt bei 120 bis 130 Grad. Wir haben die 48 Grad erreicht. Nehme das gute Stück mal raus und dann baue ich den Grill um für ein direktes Setup. Sieht fantastisch aus. Geben wir dem Ganzen ein wenig Farbe. Ein paar Röstaroma rankriegen hier. Das gart natürlich jetzt auch noch ein bisschen weiter. So haben wir nachher eine perfekte Gargrad innen drin. Wir lassen das auch noch ein bisschen ruhen und dann sollte das perfekt sein. Es waren jetzt 70 Minuten, wo ich das schön langsam hochgezogen habe und natürlich ein bisschen Rauchgeschmack dran gebracht habe. Dann die schöne Roulade immer mal ein wenig drehen. Übrigens drehe ich immer das Ganze und mache den Deckel wieder zu. Jetzt drehen wir das Ganze noch so, dass wir da schön eine gute Kruste rankriegen. Immer mal eine Minute, zwei. Wenn ihr den Deckel zumacht, habt ihr auch immer nicht ein Flammeninferno. Dann könnt ihr das schön langsam anrösten. Ich würde sagen, das sieht fantastisch aus. So nehmen wir es raus und lassen es 5 Minuten ruhen. So, es ist vollbracht. Jetzt wollen wir das Prachtstück auch mal von innen anschauen. Ich bin gespannt. Wir sind jetzt auf Kerntemperatur 54 Grad hochgekommen. Hab's jetzt ruhen lassen. Mega! So sehen die guten Stücke jetzt von innen aus. Es tropft und trieft. Auf jeden Fall ein perfekter Gargrad. Ja, dann bleibt nur noch eins, kosten. Ich bin gespannt. Auf jeden Fall nicht totgegart, es hat noch Leben drin. Dann wünsche ich euch einen guten Appetit und mir. Ganz gute Kräuternote, rauchig, mega saftig natürlich. Ein paar Kartoffelchen dazu, mega nice. Hat richtig Power drin. Bisschen Schärfe, Pfeffer und Espelette-Pfeffer. Und ein guter Biss.
sehr zart, aber trotzdem ein bisschen Biss drin. Roast Beef, ihr kennt es, macht das unbedingt nach. Sensationell. Genau so könnt ihr das machen. Ich bin überzeugt, ihr werdet begeistert sein. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr freuen über ein Däumchen, weil Däumchen werden Träumchen. Hilft mir, den Algorithmus zu knacken und den Kanal hochzutreiben. Ansonsten würde ich mich auch sehr freuen über ein Kommentar, das hilft mir auch weiter. Und ein Abonnement wäre sensationell, wenn ihr weiter dabei seid. Einen Job reinschauen, zwei weitere Folgen und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, es wird gegrillt und gechillt bei Barbecue and Lifestyle, Grill and Chill, Barbecue and Lifestyle oder so, ja, Bubble. Sprachen lernen, Bubble. Du brauchst keine Kräuterbutter mehr. Inklusive. Super nice.